Ich freue mich, euch heute da draußen an den Endgeräten das kleine neue Frankfurter Schulorchester zu präsentieren. Ich sage nur, Countdown läuft. 3, 2, 1 und ich halte direkt um auf die Bühne. Viel Spaß heute Abend. Schäferspiel und der Klang so manch vertrauter Weise weckt das wie war's doch damals schön Gefühl. Doch was sind denn das für fiese Störgeräusche? Trommel, Terror, Tasten, Trampel, Techno, Tinnitus, Gitarrengeschrei und die sinnlose Gekreische, dass hier die wohlverdiente Ruhe stören muss. Eure Augen vor Angst weit aufgerissen, eure Lippen was wie ein Schummerschein, öffnen sich langsam und wollen wissen, was denn in uns geboren sei. Und es schreit mühsam, reißt euch mal zusammen. Mama, Mama, macht nicht so ein Tam, 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 Tam. Mama, Mama, macht nicht so ein Tam, 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 Tam. Mama, Mama, macht nicht so ein Tam, Tam. Doch!
Mama macht mich so und tam tam, tam tam. Und ich zitiere einen berühmten Cellisten: Take it easy, but take it. Hallo Frank, hallo ihr da draußen. Hallo Welt. Hallo Welt. Hallo genau. Österreich und Schweiz. Wir sind das kleine neue Frankfurter Schulorchester. Ihr merkt schon, wir haben zugeschaltet aus Berlin, Frank Wolf am Cello. Aber er kann leider mit uns nicht parallel musizieren. Das geht technisch nicht so richtig. Aber er ist zumindest da. Und wir machen einfach mal weiter. Was genau, also jetzt? Mit ein bisschen Glück könnt ihr den Frank auch hören. Also wir können ihn sehen. Der ist da drüben. Er kommt hier aus einem iPad raus und der spielt jetzt. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir sind mit Frank zusammen in Berlin und sitzen vor dem schönen Bild, vor dem er sitzt. Und wir spielen jetzt Frank in E-Moll. Wenn du mich hörst, spiel E-Moll. Wir versuchen uns jetzt, also das erste Chopin-Nocturne der Welt, das mit dem maximalen Sicherheitsabstand gespielt wird. Und 4 Sekunden Latenz. Ja, also selbst die Timeline hat einen Sicherheitsabstand. Thank you.
to the beat. Come on and shake your body, baby, do the conga. I know you can't control yourself very longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight until you try to do the conga beat. Genau, also Chopin mit maximalem Sicherheitsabstand, gemischt mit Conga von Gloria Estefan. Und ich weiß ja nicht, wie weit wir sind mit Frank. Vielleicht kannst du uns hören, Frank, in Berlin. Hörst du uns? Mach mal Daumen hoch, wenn du uns hörst. Ich höre nur, was? Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht so. Er spricht zu uns, aber er hört uns nicht. Wir können ihn leider nicht übertragen, aber er ist in unserem Herzen, tief in unserem Herzen dabei. Also ich versuche alles, was Frank spielt, jetzt hier auf der Melodika zu spielen. Ja. Frank, ich vertrete dich.
Mit meinem kleinen Mini-Cello. We give our very best. Was spielen wir als nächstes? Also spielen ein Frankfurter Regionalthema. Ein Frankfurter Regionalthema. Also wir haben uns ja eigentlich überlegt, wir müssen ja für euch jetzt hier in der fernen, weiten Welt da draußen an euren Bildschirmen vielleicht so ein kleines Menü zusammenstellen. Also zumindest was zusammenstellen, was ihr trinken könnt. Also ich meine, ich würde mal sagen, hier die Herren sind Spezialisten. Ja, also jetzt wäre der Apple angesagt quasi, ne, beim nächsten Stück, oder? Ja, also ich meine, ich weiß ja nicht, der Chopin, keine Ahnung, was... Chopin ist jetzt mit Apfelwein nicht so richtig in Verbindung zu bringen. Absinth. Oder ein Milchshake. Mit Uso, das schmeckt gut. Also, kannst du dir jetzt Chopin mit George Sand auf Mallorca im Regen mit einem Milchshake vorstellen? Ja, also Milch mit Uso. Um Gottes Willen. Ja, also nee. Wir müssen ja die... Dann lieber Baileys. Wieso? Das schmeckt gut. So ein Glas Milch und dann so Uso rein. Das ist ein Cocktail. Ja. Das flockt aus. Ein Flocktail. Das ist okay, total lecker. Komm, wir spielen jetzt mal dieses schöne Stück. Das ist wunderbar. Also, das ist im Grunde genommen schön. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt zum Mitmachen, ja, Leute. Also, ihr müsst euch jetzt ein bisschen bewegen, weil man setzt ja auch so ein bisschen... Fett an, wenn man so zu Hause sich nur vom Sofa in die Küche schiebt. Genau, deswegen kurz jetzt von der Couch zum Kühlschrank. Ich mache ein kleines Workout. Und wir sehen das alle. Nee, aber der Workout-Man ist eigentlich der Anselm, weil der ist ja auch... aber das kommt später. Ja, das kommt später, aber der ist auch irgendwie, also so quasi sportpädagogisch tätig mit seinem Schlagzeug. Also das kommt später, ihr müsst nachher noch ran. Ja, das ist schon auch wirklich so Cardio, was wir hier machen. So, jetzt mal das Frankfurter Stück. Ja. Also. Nein. Ich kann mit dir nicht leben.
ich spring kopfüber in den Main. Ich springe einfach rein. Was könnte es Schöneres geben? Ich spring kopfüber in den Main und schmeiß dich auch mit rein. Ich kann mit dir nicht lieben. Ich spring kopfüber in den Main. Da bin ich ganz allein, denn da darf ich noch rein. Nicht mehr weh, wenn ich dich nie mehr seh. Ich springe von der Deutschen Bank, mich macht das alles krank, schon wegen dem Gestank. Ich spring kopfüber in den Main und zieh dich auch mit rein, du arrogantes Schwein. Ich spring. Wir hören euch, wir hören euch alle. Wir hören euch, ja. Danke, danke, ja, ja, ja. Danke. Ja. Es gab früher, glaube ich, im Musikladen oder so, gab es auch immer so Konzerte, wo dann Jimi Hendrix oder sowas alleine und dann brach so die Welt zusammen und dann kam Stille danach. Daran erinnert mich das gerade. Das ist eine uralte deutsche Fernsehtradition, die wir hier wieder aufleben lassen. Wie auch immer. Was kommt jetzt eigentlich? Das ist für alle ein schwacher Trost. Ein uralter deutscher Schlager. Was? Ah ja. Von Udo. Ach so, ja. Genau. Aber halt, stopp, stopp. Wir brauchen erstmal eine Getränkeempfehlung. Ach also, so, für das nächste Stück. Weil ich meine, eigentlich ist schon die Idee, dass ihr nach dieser Stunde ziemlich abgefüllt seid. Ich glaube, das ist ein Whisky-Stück. Nein. Doch. Warsteiner. Nee. Das Warsteiner. Echt? Warsteiner Dunkel. Warsteiner Dunkel? Das gab es damals noch gar nicht. Das gibt es jetzt, glaube ich, immer noch nicht. Also ich meine, ich fange nicht wieder mit meiner Milch, mit Uso an, aber... Ich muss mich da immer ein bisschen verkleiden. Der Anselm wird jetzt einer der ganz großen Stimmimitatoren unserer Zeit. Wird jetzt neben genau. Ramsey. Das hat auch was von Workout. Also das ist auch Cardio auf eine andere Art und Weise. Aber wobei, und wie gesagt, dieses Stück widmen wir natürlich wieder Frank, der heute nicht da sein kann. Aber das werdet ihr gleich merken, warum. Frank, also... Das ist eigentlich dein Part, aber da das jetzt irgendwie nicht klappt mit dieser Live-Schalte vom iPad aus nach Berlin, versuche ich das jetzt auf der Melodika. Für dich, Frank. Ja, das ist für den Frank ein schwacher Trosten. Und trinkt das dunkle Warsteiner, was er jetzt aus dem Kühlschrank holt. Ich bin nicht ganz überzeugt von der Getränkeempfehlung. Trinkt das dunkle Warsteiner, was er jetzt aus dem Kühlschrank holt, auch während des Stückes alle. Ja, weil das nächste Getränk kommt ja dann beim nächsten Stück. Ja, stimmt, ja, das ist eine Getränkefolge, ja. Wie in so Drei-Sterne-Restaurants. Es ist schon auch eine Botschaft und wir sind auch streng. Also ihr werdet auch gecheckt, ja, wenn ihr nicht austrinkt. Ja, haben wir mit Bill Gates nämlich Zugriff zu euren Computerkameras. Und zu euren Kühlschränken. Ja. So, jetzt spielen wir wieder was, oder? Ihr wisst das nur noch nicht. Ja, wir wollten nur nicht verraten, dass wir nicht so viele Stücke haben. Na komm jetzt. Ja, dafür aber viel mehr Getränke. Auf geht's. So, aber Moment, ich muss mich ja verstellen. Ich habe jetzt gleich schon zwei Warsteine alle. Ja, wenn ich den Hut auf habe, dann geht das anders. Okay. Alles klar. Erraten Sie den Künstler. Ja, alles klar, alles klar. Und das Cello. Getrennt oder mit dem Opel oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie nach hinterher gefahren. Nein, damals hab ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt. Du spieltest Cello,
In jedem Saal, in unserer Giege, du saß immer in der ersten Reihe. Ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an. Ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Na, 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 na. Ja, ich war ständig da. Das hat dich dann auch überzeugt. Wir wollten immer nur zusammen bleiben. Das kann man ja gar nicht begreifen. Nee, beschreiben. Und heute wohnst du in Stockholm. Und ein Cello steht im Keller. Packt uns in der Nummer auf. Spielst so schön wie früher. Unsere Giege, ich saß immer in der ersten Reihe. Ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich. Manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Frank hat mitgespielt. Also fürs nächste Stück muss der Frank jetzt irgendwie auf den Schirm. Wir werden jetzt eine Improvisation machen und der Frank spielt mit. Weil das ich war für Frank. Für Frank. Genau. Für Frank. Ist das Bier alle? Für Frank ja, und mit Frank. Ich kriege hier keine Rückmeldung. Was kommt jetzt für ein Stück? Jetzt kommt schön hier. Ach so, schön hier Schatz. Jetzt kommt wieder ein Frankfurt-Bezug, aber der Frankfurt-Bezug geht auch oder gilt auch für alle möglichen anderen von der Gentrifizierung betroffenen deutschen Städte und überhaupt weltweit. Also alle Städte, die Hafenviertel haben. Ja, alle Städte, die ehemalige Hafenviertel haben. Genau. Aber das Stück, was jetzt kommt, ist nicht richtig über ein Hafenviertel, sondern es ist auch ein Stück, natürlich ein Corona-Stück in einer gewissen Weise. Ihr werdet es gleich mitbekommen. Und das Stück heißt Schon schön hier, Schatz. Ja. Und jetzt also vielleicht ein Sherry würde Getränk? Man dazu jetzt anbieten. Aperol Spritz. Ja. Ja. Ein Aperol Spritz. Ja, Sherry ist mehr für Frauen, Aperol Spritz dann für alle. Was? Mit das Chips. Ist seltsam. Ja, also das diskutieren wir später, im 5 Meter Abstand. Ich finde, Sherry ist ein Frauengetränk. In Westfalen sagt man außerdem Cherry. Cherry? Ja. Ja, kann ich schon. Cherry, Cherry Lady. Auf geht's. Also, 3... 3, 4. Da
unser neuer Nachbar gerade in Pension, pflegt mit Sakrotan seinen Waschbeton. Wir tragen sie rein, die ultraschwere neue Rolf-Benz Rückkammer. Er sagt, sie achten doch darauf, bitte schön, dass die Unkrautsamen nicht rübergehen, wo der Taunuswind durch die Bürohäuser heult, bei den Schotterplätzen, wo man gerne verweilt, mit Blick auf die Skyline, fast sowas wie Stille. Sie haben sich gelohnt, die 500 Mille. Schön hier, Schatz. Unser Leopold, wir haben es schriftlich, ist hochbegabt, das sind hier viele, man trifft sich, da muss er nicht mehr mit den vielen. Na, du weißt schon, Kindern spielen, für Mutti gibt's Pekipta, Wortopa Party im Living, After Work für Fati, das Leben plätschert so dahin zwischen, ganz nett. Und nicht so schlimm und wie ferne Brandung. Ja, so klingt es nächtlich auch von unserer A661. Und in ein paar Jahren, wir freuen uns schon, da gibt es dann sowas wie Vegetation. Schon schön hier, Schatz. Jetzt nur die ungeraden Hausnummern klatschen, nur die ungeraden. Ja. Und auch vielleicht die ungeraden Jahreszahlen. Was kommt jetzt? Jetzt kommt, mal jetzt der Anselm. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Workout mit Anselm. Ach so, ja, genau. Ja. Also wir haben ja diese Kombo, die ihr jetzt hier seht,
war ja und gibt es sozusagen schon seit vielen, vielen Jahren oder gab es seit vielen, vielen Jahren. Ach, und wir haben Stücke vom Robert Gernhardt vertont, also in dem Fall, was jetzt kommt, Markus, ein sehr schönes Gedicht von Robert Gernhardt, ja. Kongenial. Ja, also und vor allen Dingen jetzt mal das Getränk dazu. Ja. Also da geht es schon in Richtung Milchshake, würde ich sagen. Was kann man denn da reinmachen in das Milchshake? Whisky. Ja, nee, es geht ja mit der Musik, die Kombination zwischen dem wunderbaren Text und dem Getränkefolge, das klappt überhaupt nicht. Das macht nichts. Doch, doch, ich finde, also, das ist, also was passt denn in so einen Milchshake rein? Kaba. Ja, nee, was Alkoholisches. Oh, ja, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Also, kann man jetzt nicht den Frank wenigstens mal ins Bild nehmen? Ich vertrete den jetzt da schon wieder. Ja, Frank, ich hoffe, dir geht's doch gut. Frank! Frank hält sich ganz wacker da hinten auf mal, dem der Monitor. Der ist allzeit bereit auf dem iPad. Jetzt mal die Kamera auf den Frank. Frank, C-Dur. Wir brauchen dein Bild. Ich bin dein Ton. Lass mich dein Ton sein. So, vielleicht sage ich noch kurz was dazu. Es handelt sich hier um ein Liedfragment. So hat es Robert Gernhardt jedenfalls genannt. Ich habe das dann in Töne gefasst. Und wir haben dieses Stück auch bereits mehrere Male bei der Eurovision de la Chanson angemeldet. Ralf Siegel hat uns ein Plätzchen auf dem Siegerpodest zugesichert. Warum es bis jetzt noch nicht dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Es heißt jedenfalls zum Muttertag. Zum Muttertag. Ich freue mich. Ich glaube, das ist jetzt der Durchbruch, Markus. Das wird's jetzt. Das ist der Durchbruch jetzt. Hier, im Vorspiel. Ja, mach mal das Vorspiel. Mama, kein einziges Wort auf der Welt, das so viele Maß enthält wie Mama. Ja. Kaktushecke hat mehr Kars, Braunbärbabys hat mehr Bs, Erdbeerbecher hat mehr Es, Schamhaaransatz hat mehr As, aber Maß. Kein einziges Wort auf der Welt, das so viele Maß enthält wie Mama. Ja. Kleines Solo. Koblenz hat keine Ma, München hat so gut wie keine Ma, Mannheim hat nur eine Ma, doch welche Stadt hat zwei Ma? Göttingen, ja, denn dort wohnt meine Mama. Göttingen. Einziges Wort auf der Welt. Mama. Ja. Mama. Mama. Ja. Mama. 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 Dankeschön, Dankeschön.
Also ein Applaus. Eigentlich ist das, also das Getränk dafür ist Trockenbeeren aus Lese aus 01er Gläsern. So ganz süße, ganz süße Trockenbeeren aus Lese. Was uns zu bei Hannelore, bei Hannelore in der Rüdesheimer Drosselgasse. Trockenbeere aus Lese heißt das? Ja, also es gibt für die Leute, die nicht bei uns aus der Gegend kommen, Rüdesheim, die Drosselgasse, das ist so schwer, das ist, wie soll man das erklären? Das ist, also es ist ein touristischer Hotspot, ja? Wo wahrscheinlich der Virus sich unglaublich ausgebreitet hat. Und da gibt es ein Restaurant, eine Kneipe, das heißt bei Hannelore. Also für die Zeiten, wenn mal wieder Kneipen aufhaben, ja. Das ist ein ja. Ü75 Baggerschuppen. Also das für Leute, die das Besondere lieben. Okay. Ali kennt sich genau. Aber dieser, ich fand jetzt diesen, ja, diesen Getränkevorschlag fand ich jetzt ganz toll. Das heißt, den müsst ihr jetzt sofort wegkippen, weil jetzt kommt ja schon das nächste Stück ja, rein damit. Kühlschrank. Was war zack. Das jetzt? Was habt ihr jetzt empfohlen? Einser so. Trockenbeeren aus Lese, aus kleinen Gläsern. Deswegen bin ich also, dann auch auf Hannelore gekommen. Das ist auch ein schönes Beispiel für die deutsche Sprache. 01er Trockenbeeren aus Lese. Glas, Henkel. Das klingt so wie eine Doppelhaushälfte. Ja, das ist überhaupt das schönste Wort. Doppelhaushälfte. Ja, ist auch schön, ne? Einfach sagen, ich finde das voll schlank. Das schönste genau. Wort. So, jetzt, ja. Jetzt machen wir was Cooles. Also, ja, was kommt jetzt? Was jetzt? Ach so, ja, oh. Alles klar. Ja, genau. Also jetzt mal was für die jüngere Generation. Was? Ja, weil wir haben ja hier auch so einen pädagogischen Auftrag. Wir nennen uns ja auch das kleine Frankfurter Schulorchester. Ist übrigens benannt nach der Frankfurter Schule, ja? Also der neuen Frankfurter Schule. Es sind ja nicht mehr so viele hier auf der Erde, aber die sind trotzdem dabei. Und im Stream ist es ja auch egal, wo die jetzt sind, ob die... von wo sie uns auch immer zuschauen und beeinflussen. Aber jetzt haben wir gedacht, also wenn wir jetzt schon uns das kleine neue Frankfurter Schulorchester nennen, dann müssen wir auch so ein bisschen Bezug zur Jugend kriegen. Also Jugend ist Ü60. Zu der Jugend, also Ü50, sagen wir mal so. Und deswegen haben wir uns jetzt ein Märchen vorgenommen. Und haben das vom Slang her ein bisschen angepasst. Hört ihr hier schon am Rhythmus? Es war einmal eine Königin, die hat nur eins in ihrem Sinn, trotz Doppelkinn und Hinkebein, die Traumfrau überhaupt zu sein. Aus diesem Grund haucht sie galant ein Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist denn wohl die Schönste hier bei mir im Schloss und vor der Tür? Der Spiegel, sonst extrem devot, sagt jetzt in seiner größten Not: Sorry, Sie sind schon ganz nett, doch wenn ich Ihre Tochter hätte, dann wär mir super drüber wohl, denn die ist echt ein Sexsymbol. Ein Sexsymbol? Ja, ein Sexsymbol. Die Alte bricht total zusammen, versucht den Spiegel zu verdammen, doch da der sich voll vehement zu seiner Aussage bekennt, bleibt nur noch eins zu diesem Zweck: Die Alte bleibt, das Kind muss weg. Das Kind muss weg? Ja! Das Mädel, noch recht jung geschätzt, ein Killer in den Wald, nun hetzt, doch dieser setzt sie dort nur aus, mal ehrlich, der verdient Applaus. Das Girl allein greift fast zum Stricke, da nähert sich eine Zwergenklicke, die heult sie voll mit ihrem Shit und zieht ins Zwergenwohngebiet. Schneewittchen, Schneewittchen, du süßes Sahneschnittchen, willst du nicht hier im Zwergenheim die Diva von den Bergen sein? Schneewittchen, Schneewittchen, du raffiniertes Flittchen, dein Spieglein, Spieglein an der Wand, spielt dir die Männer in die Hand. Jo, jo! Sie dort als guter Geist den Haushalt für die Zwerge schmeißt, schlüpft nun die Alte arrogant zu ihrem Spiegel an der Wand. Für sie ist nämlich sonnenklar, nachdem das Girl geschlachtet war, kann sie nun ohne zu verzagen erneut die alte Frage wagen. Dem Spiegel wird das jetzt zu dumm. Er sagt der Alten wiederum, sie könnten ja die Schönste sein, wenn da nicht der ihr Töchterlein, das jetzt im Zwergendorfe pennt, wo man sie sexy Hexi nennt. Do you think I'm sexy?
sexy, 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 sexy. Durch dieses Statement sehr geplagt, strafft sie sich auf als flotte Magd, nimmt sich einen Gürtel in die Hand und rennt zum Dorf. Ganz elegant sülzt sie die Konkurrentin zu und gibt letztendlich keine Ruhe, bis sie das Girl dorthin bewegt, dass es den Gürtel an sich legt. Mit einem Ey, it should be fun, zieht sie so fest am Gürtel an, bis dass die Kleine in der Tat eine Taille ohne Umfang hat. Das Mädel nahezu verreckt, wird von den Zwergen so entdeckt, der Gürtel schnell entzweigesägt, die Schönheit wieder fit gepflegt. Schneewittchen, Schneewittchen, du süßes Sahneschnittchen, willst du nicht hier im Zwergenheim die Diva von den Bergen sein? Schneewittchen, Schneewittchen, du raffiniertes Flittchen, dein Spieglein, Spieglein an der Wand, spielt dir die Männer in die Hand. Die alte Ultra aufgebracht, hat sich Plan 3 nun ausgedacht, damit dieser auch gut gedeiht, hält sie nen Früchtekorb bereit. Ein bisschen Gift ist schon erlaubt, damit's dem Girl das Leben raubt. Das Mädel, wie soll's anders sein, schlingt eine Frucht in sich hinein. Tot ist sie nicht, doch fällt sie brav in einen ultralangen Schlaf. Die Zwerge kommen bald nach Haus und heulen sich die Augen aus. Na klar, ist es ja auch nicht schön, die sexy Hexi tot zu sehen. Das ganze Märchen nennt, müsst folgen nun ein Happy End, in dem ein Typ, auf den man wettet, im Cabrio kommt angechattet. Sie würden knutschen voller Schmaus, dabei spuckt sie den Apfel raus, die Schrulle wird ums Eck gebracht und darauf folgt die Hochzeitsnacht. Da wir nun heutzutage leben, kann es das Happy End nicht geben. Vom kurz nachdem sie wach geküsst, sagt sie, ich bin kein Masochist, und schmeißt den Typen voller Graus aus ihrer Zwergenhütte raus. Schmeißt ihn raus? Ja, raus. Nachdem der Traummann abgehauen, sagt sie, ich steh nun mal auf Frauen drauf, sagt einer der sieben Zwerge, da stellst mir die Hohr zu Berge, die Klane scheint nicht recht zu ticken, naja, geh ich halt Frau Holle ticken. Na, 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 na. Schneewittchen lebt seitdem allein in ihrem Zwergenaltersheim und die Moral vom Märchenbuch, schöne Frauen sind ein Fluch. Schneewittchen, Schneewittchen, du süßes Sahneschnittchen, willst du nicht hier im Zwergenhain die Diva von den Bergen sein? Schneewittchen, Schneewittchen, du raffiniertes Flittchen, dein Spieglein, Spieglein an der Wand, spielt dir die Männer in die Hand. So, ja. Ihr Lieben, jetzt, ja. Jetzt kommt mal wieder ein lokalpatriotisches Lied. Jetzt kommt Bier. Was? Wann kommt denn jetzt endlich Anselms Workshop? Also jetzt kommt Anselms Workshop. Wir haben nämlich versucht... Aber drin, also im Lied drin. Ja, also was wir gab's haben drin. Was gab es eigentlich zu dem Lied davor für ein Getränk? Weiß das noch jemand? Da hätte man jetzt über Milchshake reden können. Das ist ein Märchen. Mit Uso. Milchshake mit Uso, das ist eine ganz, Leute, ganz vergesst das zu Hause mit dem Getränk, das, ja, es das ist ganz schlecht. Nein. Ich sag nur schnell runter damit, ihr habt keine Zeit mehr, es geht ja schon weiter mit dem nächsten Stück. Also das nächste Stück hat kein Getränk. Genau, und dafür ein Workout, jetzt das Workout mit Anselm. Das nächste Getränk ist mit Kokain verbunden. Ja. Vielleicht so ein Kaffee-Cocktail. So, jetzt mal vom Sofa aufstehen, los, Leute. Raus, ja. Könnt ihr mit dem Topf in der Küche, könnt ihr mitmachen? Okay. So. Ich kenne Stadt,
viele Museen, die in Reih und Glied stehen, frisch für die Stadt und Fahrt in dieser Stadt. Gibt's pensionierte Rebellen, die vom Häuserkampf erzählen, grad wie von Stalingrad. Die anderen freuen sich, denn sie dürfen auf der Freskas Champagner schlürfen und allesamt im Anblick der fallischen Riesen ihr Leben im Dienste des Lifestyles versüßen. Oh Franco Forte, wenn ich dich sehe, dann fehlen mir die Worte. Deine Häuser, die wachsen in den Himmel rein, will mir nicht in den Kopf hinein. Ich kann ein Mensch hin und ich aus Frankfurt sein. Oh Franco Forte, was soll ich bloß an einem anderen Ort? Du bist jetzt so schick und so apart, grad wie ein riesengroßer Euro-Automat in dieser Stadt. Sind die Beamten bestechlich? Ist das Nachtleben schwächlich und nur der Handkäs riecht stark in dieser Stadt? Da erträgst du die Baukunst nur mit Hilfe der Braukunst. Oh du mein Bonsai New York, doch fahr ich woanders hin, ist es gewöhnlich nun gar nicht viel anders, doch eher so ähnlich. Die anderen Städte haben das nur noch vor sich, was wir schon längst hinter uns haben. Oh Franco Forte, wenn ich dich seh, dann fehlen mir die Worte. Deine Häuser, die wachsen in den Himmel rein, will mir nicht in den Kopf hinein. Wie kann ein Mensch nur nicht aus Frankfurt sein? Oh Franco Forte, was soll ich bloß an einem anderen Ort? Du bist jetzt so schick und so apart, wie ein riesengroßer Euro-Automat. Und jetzt das Schlagzeug-Tutorial. Interaktion! ohne Getränk! Jetzt wird's schwer! Achtung! Oh je! Achtung! Oh je, wie schwer! Oh ja! Oh, jetzt kann man. Machen wir nochmal! Wiederholung! Hammer, ihr seid gut. Ihr seid echt gut. Jetzt wird's schwer. Achtung, jetzt wird's schwer. Achtung. Sehr gut. You know, sehr gut. Noch einmal bitte. Und alle, noch einmal. Achtung, jetzt wird's schwer. Sehr gut. Ihr seid Wahnsinn. Ganz toll, ganz vorne mit dabei. Hier, echt geil. Jetzt wird's total schwer, ganz schwer. Achtung, jetzt pass auf, ganz Konzentration. Wo ist die Eins? Nein, warte mal, ich will mal, wo ist die Eins? Achtung, also, eins, zwei, drei, vier. Oh, und das ist ja noch viel besser. Das ist ja, im Grunde das Beste. Achtung, aber jetzt wird's ganz schwer. Achtung. Das ist der Hammer. Achtung, jetzt wird's total schwer. Jetzt kommt das Schwerste. Das Allerschwerste. Das habt ihr noch nie gemacht. Noch nie. One, two, three. Wenn ich dich sehe, dann fällt mir die Worte. Deine Häuser, die wachsen in den Himmel rein.
ich will mir nicht in den Kopf hinein. Wie kann ein Mensch denn nur nicht aus Frankfurt sein? Oh, Frankoforte, was soll ich bloß an einem anderen Orte? Du bist jetzt so schick und so apart, grad wie ein riesengroßer Euro, riesengroßer Euro, riesengroßer Euro-Automat. Ja, ja, da, danke, ihr seid super. Das ist nämlich die Formen, die Streaming-Formen, und zwar Unterricht und Konzert in einem haben wir jetzt. Ja, und eine Fahrradreparaturwerkstatt hinten haben wir auch noch. Ja, stimmt. Genau. Und stimmt, und wir haben ja auch eine kleine, wie soll ich das sagen, eine Schnapsbrauerei. Eine H0-Bahn, die um uns herum fährt. Genau. Seht ihr diese Bewegung? Hier. Sehr schön. Also wir sitzen hier auf der Bühne und um uns herum fährt eine Eisenbahn mit einer Kamera. Für die Leute, die es noch nicht wissen, wir sind in der wunderbaren Kulturhalle Stockheim. Stockheim, das ist, wie soll ich sagen, in der Nähe von Büdingen, im weitesten Sinne, oder? Ja. Kann man sagen, ne? Ja, das darfst du auch beim Stockheim. Und wir spielen jetzt ein Lied und das könnte, ja. Das könnte verheerend werden. Das ist das Letzte. Das ist wirklich das Allerletzte. Ja, stimmt, das ist das Allerletzte, ja. Schon die ganze Zeit. Doch gegen Ende braucht diese Chose eine famose Apotheke. Das ist jetzt das 10. Getränk. Ja, genau. Leute, schon alle Bridge, Achtung! Bridge! Also, passt auf. Weil so ein Abend nur eine Farce ist, ohne erschütternde Katharsis. Außerdem gibt es Randale, ohne ein fulminantes Finale. Drum auch, wenn es euch runterzieht, wir singen jetzt. Unbedingt noch sagen, vielleicht seid ihr ja auch alle erleichtert, weil es euch mit uns jetzt auch langsam gereicht hat. Der Kritiker murmelt genervt. Ich war das Kritiker nicht literarisch. Der Veranstalter sagt, es reicht für die Spesen, ein paar mehr Leute werden besser gewesen. Der Techniker heult hinter seinem Pult. Egal was passiert, ich bin immer schuld. Die Musiker fangen an sich zu schlagen, man kann des anderen Erfolg nicht ertragen. Die Stimmung läuft heiß, drum wird zuletzt die Sprinkleranlage in Gang gesetzt. Der Wasserstand ist bald bei 4,10 Meter. Das Ensemble ist leider schon nicht mehr zu sehen. Die Fluten ergießen sich über die Stadt. Der Agent hängt sich auf, er hat's endgültig satt. Auf brausende Fluten folgt lodernder Brand und Heuschreckenschwärme verwüsten das Land, weil niemand sich diesem entgegenstellt, verbreitet das Unheil sich über die Welt. Verschiedene Sekten vernehmen ein Beben und nehmen sich vorsorglich schon mal das Leben. Und ein Kaida jammert auch, nee, wie essen, das war doch unsere Idee. Der Papst, der sagt noch ein letztes Mal, für das Men ist zu spät, der ist schon nicht mehr da. Und alles versinkt in einem riesigen Loch. Ihr glaubt jetzt, das gibt's nicht? Vielleicht doch, damit dies aber nicht geschieht, singen wir da. Überhaupt nicht mitmacht. Ja, ihr sitzt da auf euren Sofas, ihr seid total besoffen, ja, und habt euch jetzt noch eine Tüte Chips reingehauen und ihr müsst jetzt einfach mal in die Gänge kommen. Also wir machen das jetzt im Übetempo nochmal, ja, für euch ganz langsam gemeinsam. Das letzte Lied. Gebt alles! Was immer auch geschieht,
sehen. Tschüss. 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 Ja, wunderbar. Das war das kleine neue Frankfurter Schulorchester live aus der Kulturhalle Stockheim, die sich immer mehr zum Zentrum der Kultur entwickelt. Alle kommen nach Stockheim, selbst die Frankfurter haben es geschafft. Das freut mich ganz besonders. Und ich sagte es schon zum Anfang, ich hoffe, es war nicht der letzte Auftritt von euch hier bei uns in der Kulturhalle. Ihr seht, nur wenn der Frank dabei ist. Der Frank aus Berlin hat zugeschaut, wir haben es live beobachtet. Und ich sage jetzt mal stellvertretend fürs Publikum, wollen wir noch eine kleine Zugabe? Publikum da draußen, ich sehe hier kommen Applause, Abläuse und Zustimmung. Eine kleine Zugabe gibt es bestimmt noch. Ja, folgen der Tonsucht drin. Ja, das kann ich auch nicht. Das immer noch mal läuft eine Improvisation auf Dreams are my reality oder weiß ich nicht. Ja, genau, da wir ja extrem überprobt sind. Also wir sind jetzt, also wir haben jetzt einfach die absolute Superzugabe und jetzt für euch da draußen in der weiten Welt, ihr lieben Menschen, wir haben euch gefühlt durch die 6 Kameras hier und besonders aus der Zugkamera, die Eisenbahn. Ja, die hat so Vibrations, hat die uns geschickt. Ja. Uns geht's jetzt so gut. Und also ich würde mir jetzt wirklich mal wünschen, jetzt mal, dass die Kamera jetzt mal auf den Frank, weil wir müssen den jetzt nochmal sehen. Ein einziges Mal, der Frank muss jetzt ins Bild, weil die ganze Welt will jetzt wissen, wer ist Frank und wo ist Frank. Und jetzt, Frank, du bist jetzt im Bild. Frank, hörst du mich? Frank, spiel C-Dur, spiel etwas in C-Dur. Ich bin deine Stimme. Frank Wolf, der es wirklich schafft, dass sein Cello klingt wie eine Melodika. Das ist der Wahnsinn. Das kann keiner sonst. Ihr habt jetzt alle Frank gesehen. Jetzt nochmal, ich meine das wirklich ernst, Leute. Streams are my reality. The only kind of thrill. Illusions are a common thing. I try to live in streams. It seems as if it's meant to be. Streams are my reality. The only kind of warte mal, hast du wirklich das gestreamt da letzte Nacht, was da im Schlafzimmer war? Das war nicht abgesprochen. Also ich meine, du kannst doch jetzt nicht einfach die Kamera einschalten und alles streamen, was wir da so machen. Das ist doch ekelerregend. Du hast es jetzt einfach angefangen zu streamen. Du streamst unser ganzes Leben, weißt du? Ich meine, ich stehe auf und werde gestreamt. Ja, ich streame und streame und streame mich. Also, ich habe schon in Erwägung gezogen, stream a little stream of me und... Aber es ist doch auch irgendwie schön. Ich kann alle beteiligen. Ich beteilige euch an meinem ganzen Leben. Und letzte Nacht wart ihr mit mir in meinem Schlafzimmer. Das war doch total schön. Das ist doch auch irgendwie eine richtige Zusammengehörigkeit, die wir da miteinander erlebt haben, oder? Ja, also ich habe das gefühlt. Ich fühle die Vibrations. Ich fühle euch alle in der großen, weiten Welt. I streamed my loving last night, and I know this was alright. Perhaps that's only fantasy.
Every night, and loving, that's all right, and this is the reality. Stream tune.